Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. Wir haben hier noch ein paar Obdachlose und noch was zu lesen. Ja, passende Buch. Hey, hast du dich verlaufen? Sorry, ich hab keine Karte. Hey Rick, hast du eine Karte? Nö, hab mir Kippen draus gedreht. Und du, wo immer du hin willst, hier bist du falsch. Hast du gehört? Gibt nichts zu sehen. Also schönen Tag noch. Was ist denn im Aktenkoffer? Was, in dem Scheißteil hier? Wahrscheinlich nichts. Dosen? Oder Flaschen? Wer weiß. Wo habt ihr den her? Sieht ja ein Blinder, dass der einem Konzern gehört. Bist du vom Fundbüro oder sowas? Wenn es nicht deine Angelegenheit ist, mach es nicht dazu. Gib ihn her. Sofort. Hey, ganz ruhig, Boss. Wir können uns doch einigen, oder nicht? Komm schon. Ich wiederhole mich nur ungern. Worauf wartest du? Gib ihn ihm. Glaub mir, du wirst das Teil eh nicht aufkriegen. Das werden wir ja sehen. Wo habt ihr ihn gefunden? Ich fragte, wo? In den Müllcontainern, da drüben. Oh, scheiße, Josh! Hör zu, wir waren das nicht, okay? Der Penner war schon tot. Ehrlich. Was, im Ernst? Und ich dachte, ihr werdet voll die erstklassigen Söldner. Verzieht euch. Okay, nehm ihn ruhig. Bleib einfach mal locker, ja? Husch. Okay, können wir hacken? Konntest echt nicht das Maul halten, oder? Leg mich doch einfach am Arsch. Dann machen wir das doch mal. Was haben wir denn? 1C, 1C, 9E, 1C, ja gut, das passt. Sesam, öffne dich. Gut, wir haben Nachrichten drin. Scheiße. Er hat ihn geöffnet. Echt? Mhm. So, Mitarbeiterin bei einer Routineuntersuchung. Mhm. Varen. Ah, gut. Sieh an, was haben wir denn hier? So, Angriffstruppe alarmiert. Das passt schon. Denke ich. Aber gut, die haben wahrscheinlich dann auch hier. Aber wahrscheinlich hätten wir uns hinten die Dings holen können. Die Leiche. Wären dann unbeschädigt dran gekommen, oder? So. Da würde ich jetzt nicht mehr plündern müssen, Schrägstrich sollen. Unser Wagen ist, glaube ich, hier. Jawohl. Dann fahren wir mal runter. So, ich glaube, können wir wieder in die Außenansicht stellen. Noch eins weiter, okay. So viel Autobahnauffahrten hier. Rückwärts bist du ja nicht unglaublich schnell.
Aber es reicht ja auch. So, bitte einmal mit Vollgas da runter. Ja, wieder weit genug außen hier, glaube ich, dass hier keine Autos mehr großartig rumfahren. Zumindest wenig. Dann passt das schon. Gut, weil die Texturen halt einfach generell spät nachladen. Alles klar. Wahrscheinlich hat die auch irgendjemand abgeschossen, weil er einen Relic im Kopf hat. Da steht schon Polizei rum, sehr gut. So brauchen wir das. Alles klar. Warte. Wir könnten schleichend erledigen. Andererseits. Das gibt ja auch Stealth-Punkte. Kontakt! Vollkontakt! Neutralisiert ihn! Ja. Jetzt erlebst du was. Das passt schon. Zwei. Gut, so, wenn wir den weg haben, noch einen. Ja, was ist das wert? Getroffen! Fuck. So, das hat ja schon gesessen. Hey, den Hygienebeutel, dann können wir das nachher wegpacken. Dann ist auch nicht mehr so dreckig hier. Gern wissen, was das wert ist. Schlammige Stiefel müssen jetzt nicht unbedingt sein. Der Wahrheit. Mal sehen. Was zum Teufel ist das? Das, wonach es aussieht. Brancesi 2021. Ohne Titel, Nummer 18. Öl auf Leinwand. Perlen vor die Säue. Echt, ey. Sieh an. Johnny Silverhand, der Kunstkenner. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Eine Ex von mir hat gemalt. Vollpsycho, wie alle von denen. Aber was die mit meinem Pinsel gemacht hat, oh, nicht in Worte zu fassen. Bitte, versuch's erst gar nicht. Aber
Was hatte das auf dem Mond zu suchen? Was wohl? Irgendein Bonzer hat ihn sich an die Wand gehängt. Der halbe Louvre schwebt irgendwo im All. Warst du jemals da? Pach, mit dem Kleingeld, das ich mit meinem Rumgejaule verdient habe? Träum weiter. Egal, lass uns abhauen, bevor Köpfe rollen. Was das Gemälde angeht, die Käufer werden in 0, nichts Schlange stehen. Okay, können wir verkaufen? Wäre cool. So, auch ein bisschen was wert, das Ding. Ja, passt. In Ordnung, hier wäre noch ein Söldner gerade um die Ecke. Dann machen wir das, bis sich von den anderen nochmal jemand meldet. Räumen wir hier noch eine Runde auf. Gar nicht so schlecht. Straßen können wir auch erstmal ignorieren. Ja, gefühlt ist hier draußen echt wieder deutlich mehr Militech unterwegs. Leiche zur angefügten Adresse bringen. Der Junge wurde von Reeves umgebracht. Trevors Eltern wollen ihren Sohn begraben und können es nicht. Warum liegt da eine Mine rum? Ob ich doch mal hier umschaue, ob ich irgendwie ins Lager schleichen kann. So, war ja ein bisschen was wert, das Zeug. Na, die Hose jetzt nicht unbedingt. Aber gut, dann nochmal. Leiche zur angefügten Adresse bringen. Der Junge wurde von Reeves umgebracht. Trevors Eltern wollen ihren Sohn begraben. Andererseits. Alle nötigen Infos sind anbei. Bei den ganzen Minen hier. Nacht. Da ist noch einer am Snipern. Ich frage mich, ob die auch die Minen aus
lösen könnten. Da unten irgendwo. Ich glaube, wir gehen rein. Oh, interessant. Trevors Auto. Hübsch. Sieht. Genau wie Trevor. Mensch, mal nachladen. Gute Nacht. Du bist jetzt auch mal etwas besser zu erwischen. Nicht, wo der Typ da hinten ist. Ja, geht doch. Wir hätten dich. Naja, guck mal, von Trevor. Wir müssen nachher mal gucken, was das wert ist. Ich glaube, Aufsätze habe ich mittlerweile auch mehr als genug, ne? 500 ist okay. So, die Granate. Da ist Geld. Einige Granaten hier rumliegen. So, Muni ist auch nicht schlecht. Kommen wir noch die Leiche. Was zu essen können wir uns noch gönnen. Ups. Ach gerade, ich habe doch gefühlt alle ausgeschaltet hier. Ein Nomadenkochbuch, wie schön. Wenn ihr Opossum kochen wollt. Ja, Schlange ist tatsächlich gar nicht schlecht. Das heißt, es schmeckt halt wirklich wie Hühnchen. Von daher passt das ja eigentlich schon mal ganz gut. Ich glaube, wenn ich mich hier reingeschlichen hätte, hätte das deutlich länger gedauert. Ich würde ja fast sagen, der ist oben. Wenig Haarfärbemittel. Cool.
Oh, mal gucken. So, Data Mining bitte. 7a, E9, B, D, 5, passt. Dann hätten wir nochmal 1C, aber kein 7a mehr. Schade. Doch noch jemand da. Na gut. Wir von der guten Seite. Ich mach kurz und schmerzlos. Oder bist du ganz oben? Das könnte natürlich auch sein. Scheint wirklich ganz oben zu sein. Gut, wie kommen wir ganz hoch? Sie ist von der guten Seite. Ich mach's kurz und schmerzlos. Na ja. Ist in Ordnung. Hier können wir vielleicht hochklettern, ne? Es gibt natürlich auch eine Leiter. Hey, ich denke immer noch an unser kleines Abenteuer. Total geil. So muss man leben. Am Limit. Ja, gibt da nichts Geileres als Explosionen und Straßenrennen, oder? Sag mir Belegen, ob dein Plan funktioniert hat. Klar, ich schreibe dir doch Ruf an. Wenn ich dich schon nicht davon überzeugen kann, noch irgendwas mit mir in der Luft zu jagen, können wir vielleicht eintrinken gehen. Pass auf dich auf. Gerne. So, genau, das war das mit Dings. Sie ist von der guten Seite. Ich mach's kurz und schmerzlos. Ja. Den wir deine Kollegen auch alle erledigt haben. Dann haben wir die gefälschten Dokumente. Da müssen wir halt mal gucken, was das bringt. Hier können wir jetzt reinspringen. Aber auch hier gibt es wieder eine ganze Menge Zeug zum Verlinken. So, fangen wir mal an. 1C, 5, 5, E9, nochmal 5, 5. Was so rüber. Ja, da hätte ich mal gucken können, da oben wäre 7A gewesen, hier leider nicht mehr. Ich sollte vielleicht die anderen auch mal noch angucken. So, gut, ich glaube, mitgenommen haben wir ja alles jetzt, was irgendwie interessant war. Da ist doch was gewesen gerade. Ja. Dann schauen wir doch nochmal. Du warst wahrscheinlich echt so zugedröhnt, dass du gar nichts mehr mitgekriegt hast. Ja.
In Ordnung. Haben wir jetzt hier irgendwas? Irgendein Hotel? Oder irgendein Zimmer, wo ich noch nicht drin war? Dann gebe ich eins runter sogar noch. Hier war ich, glaube ich, nicht überall. Jo. So, das wäre Louis. Oscar. Sieh an, was haben wir denn hier? Dann komm mal her. So, der Wagen wartet schon. Alles klar. Dann packen wir dich mal noch hier hinten rein. So, ich dachte, es geht ein bisschen schneller, aber gut. Okay, pack ihn hinten rein. Zeit nach Hause zu gehen. Dank dir können Trevors Eltern endlich ihren Sohn beerdigen. Ich bin dir echt dankbar. Auftrag erledigt. Danke. Das ist noch ein bisschen abgeschnitten. Ist hier sonst... Ich meine, wenn wir schon mal da sind, können wir vielleicht hier noch irgendwie ein paar Sachen erledigen, ne? Hier sind noch jede Menge Aufträge. Da wäre noch ein Söldner-Ding. Hier wäre noch ein Auftragskiller. Gehen wir zum Auftragskiller. Ganze 1,3 Kilometer. Aber da ist ein Schnellreisepunkt in der Nähe. Gut. Alles klar. Ja, wie gesagt, dann ballern wir uns hier gerade mal eine Runde durch. Das sollte ja auch passen. Ich glaube, da lasse ich es auch mit dem Schleien, dass wir jetzt halt möglichst schnell noch möglichst viel Geld machen können. Und so ein bisschen durchballern ist ja auch ganz witzig. Dieser Techie Big Pete ist in den Badlands aufgetaucht. Mir wäre es lieber, wenn er wieder verschwindet, verstehst du? Ich schicke dir die Infos zu dem Stadtfixer. In Ordnung. So. Breachen wir mal kurz. Ich hätte gerne alle Kameras weg. Danach können wir das hier noch weitermachen. Also BD 5-5. 5-5. E55, ah ja, genau. Eins C, ja, mal gucken. So. So viel dazu. Das war der Geschützturm. Haben wir halt noch einen Sniper. Ich sehe gerade nichts.
Jetzt geht's. Oh, ist da jemand am Arbeiten? Da rennt noch jemand? Der hat's überlebt, dummerweise. Hi. Guck mal, kann ich auch. Bist du eigentlich gestorben? Achso, wahrscheinlich verblutet, ne? Nicht hochjagen, aber vor hochjagen. Keine Sorge, du bist da nicht der Einzige. Gute Nacht. So. Oh, das ist ein bisschen was wert. Dankeschön. Oh. Na gut, ich glaube, da haben wir, glaube ich, was zum Explodieren gebracht gerade. Mehr Muni. Mal kurz durchscannen, ob irgendwas Interessantes hier noch rumliegt, aber ich glaube eher weniger. Geld. Ja, ich wollte eigentlich Geld mitnehmen. So. Angeschlagen sind wir nicht mehr großartig. Jo, und dann können wir auch die Folge hier beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Du bist hart wie Stahl, wie ein Krieger ohne Gnade. Dein Vertrag ist damit erfüllt. Gut gemacht. Ja, bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.